Vielen Dank, Bodo Kapp. Wir hatten jetzt einen Beitrag fürs Open Mic. Wie war der Name? Ingo. Ach, du bist schon da. Okay, wunderbar. Ingo, ja, grüß dich. Mein Name ist Ingo, ich wohne hier in Berlin und ich bin auch in der Piratenpartei und ich danke dir, Bruno, für diese schönen Worte und klaren Worte, die du gegenüber der NSA und die Staaten, die da dran hängt, gesprochen hast. Ich sage nur eines gegenüber der Bundeskanzlerin und ihrer Regierung. Sie, Frau Bundeskanzlerin, haben ein Eid abgelegt, das deutsche Volk zu schützen. Sie schützen es nicht. Sie haben diesen Eid gebrochen. Und Sie haben diesen Eid in Ihrer letzten Regierungszeit auch gebrochen mit Ihren gesamten Ministern und mit Ihren Innenministern. Wir brauchen Gesetze oder müssen die Gesetze anwenden, die es verbietet, dass unsere Daten, dass wir überwacht werden, dass wir uns in Unfreiheit fühlen, dass wir mit den Ängsten leben, dass wir das Gefühl haben, nicht mehr in Freiheit leben zu dürfen. Es ist nicht erlaubt, es ist menschenunwürdig, es verstößt gegen die Grundsätze unserer Republik, dass sowas überhaupt in unserem Land und in Europa und in der gesamten Welt stattfindet. Diese Interessen, die da gehegt und gepflegt werden und diese Interessen, die jetzt auf dieser Sicherheitskonferenz wahrscheinlich wieder hinter verschlossenen Türen ausgehandelt und ausgemacht werden, die gegen die Menschen sind, die gegen die Freiheit der Menschen sind und die Menschen beeinträchtigen ihren Bewegungsbild, weil sie Angst haben, das zu tun, weil sie denken, sie werden Tag und Nacht, was sie nur tun, überwacht. Und darum gehen wir hier auf die Straße. Und wir werden immer wieder auf die Straße gehen und wir werden nicht locker lassen. Und wir werden immer daran erinnern, darauf hinweisen, nein, das dürft ihr nicht machen. Danke.